Details von Embedded Microprocessors. Er hat seit 30 Jahren schon akademische Paper publiziert, veröffentlicht. Und ja, bitte herzlich willkommen für Alistair Reid. Vielen Dank für die Einführung. Und ich spreche über den ARM-Prozessor. Und die sind unglaublich weit verbreitet in Telefonen, Tablets, in anderen Geräten, in Festplatten, sind überall. Und wenn man darüber nachdenkt, ist von allen, man vertraut ihnen seine privaten Daten an und es ist ganz, ganz wichtig, dass sie genau das tun, was sie tun sollten und nichts anderes. Und wir müssen wirklich sicher sein, dass wir es genau verstehen, wie sie funktionieren und es ist, ob Malware und Verwundbarkeiten vorhanden sind und so weiter. Und ich rede über Arbeit, die ich vor 6 Jahren begonnen habe. Und es gibt eine sehr genaue Spezifikation von ARM-Prozessoren zu erstellen. Und ich werde auch darüber reden, was im April hat ARM die Spezifikation veröffentlicht in maschinenlesbarer Form. Und ich sollte vielleicht sagen, die haben mit der Universität zusammengearbeitet, um das fertigzustellen. Und in diesem Vortrag rede ich vor allem über diese ausführbare Prozessorspezifikation. Das wird der größte Teil sein, aber am Ende auch noch über formal verifizierte Software. Also auf diesem Kongress ist es vielleicht besser, über Sachen zu sprechen, die wir wirklich machen können. Die Spezifikation, die ARM veröffentlicht hat, und da sind ganz viele Beschreibungen von Instruktionen und ganz viele sehr interessante Security-Sachen, Speicherschutz, Exceptions, Privilege-Kontrollen und so weiter. Und es gibt viele interessante Sachen und wie man die Geräte sicher macht und auch dann sicher ist, dass alles sicher ist. Und ich zeige euch ganz viele Links. Ihr könnt die Spezifikation runterladen, direkt auf dem ersten Link, aber bitte erst nach dem Vortrag. Und es gibt auch in HTML die Spezifikation von den Herstellern und viele nützliche Informationen, Blogs und Papers. Und fangen wir einfach an mit der eigentlichen Spezifikation. Das erste ist, alle wirklich wichtigen Security-Features in dem Prozessor werden kontrolliert von den System Control Vectors und über die Registers. Und eins der wichtigen ist SCTLR. Und es spricht sich ganz einfach. SCTLR sind, da gibt es ganz viele verschiedene Kontrollbits, die entweder Optimierungen betreffen oder auch Security-Features. Und hier ist zum Beispiel eine, um das mal zu zeigen, worüber wir hier reden. Hier sind einige Dokumente über WXEmbed. Und der stellt sicher, dass der Stack keinen Code enthalten kann. Und man kann keine Instruktionen auf den Stack werfen, weil dann, wenn man dieses Prozessor setzt, dann wird der Prozessor die nicht ausführen. Und in anderen Worten ist das ein Bit, was ein Requirement was kann man damit machen? Wenn man zum Beispiel Code reverse-engineert und man disassembliert und man sieht sowas wie dieses hier und zum Beispiel und man guckt sich das an, was macht das? Es ist völlig kryptisch. Und die Information, die in der XML-Version ist, kann man ganz einfach rausfinden, was das macht, wie man das dekodiert, einige der kryptischeren Sachen. Und aha, in Wirklichkeit ist das hier das SCTLR-Register und das ist nur ein kryptischer Name für das Register. Und man kann auch noch mehr machen, man kann die einzelnen Bits im Register sehen und ich habe eben gesagt WXN und man kann das benutzen, zum Beispiel, um das so darzustellen.
um das etwas benutzbarer zu machen. Und man kann auch die Dokumentation nehmen. Das ist, was das WXN-Bit macht. Und man kann zum Beispiel hier drauf klicken und Mouse-Over-Text angucken. Und das macht es viel einfacher, diesen kryptischen Code zu lesen. Und das ist ganz oberflächliche Sachen, die man da rausziehen kann. Aber wenn man tiefer einsteigt in die Beschreibung der Instruktionen, dann gibt es zum Beispiel Sachen wie die Assembler-Sprache und die Spezifikation der Assembler-Syntax. Und etwas, was ich vor einigen Jahren gemacht habe und habe einen Blogartikel darüber geschrieben am Wochenende. Und es ist zum Beispiel möglich, diese Spezifikation zu nehmen und in einen Disassembler zu tun. Und kann zum Beispiel den Code disassemblieren. Und man nimmt zum Beispiel die binäre Beschreibung des Befehls. Und das ist oben, was in dem Schreibmaschinenzeichensatz ist. Und dann macht man daraus Zeichenketten. Und das ist dann der Code unten, der beschreibt, wie man es macht. Das heißt, man kann das als einen Disassembler benutzen. Und es ist möglich, das umgekehrt anzuwenden, das als einen Assembler zu benutzen. Und man kann das einfach von unten nach oben machen und kann aus den Strings dann Binärcode machen. Und wir werden mehr davon sehen, Sachen rückwärts ablaufen zu lassen. Und das Wichtige bei dem Befehlssatz ist, dass er was macht. Und die Spezifikation enthält eine Beschreibung davon, was genau dieser Befehl macht. Und diese Beschreibung ist als Code, was mich als Programmierer natürlich glücklich macht. Und ich verstehe die englischen Wörter nicht, aber ich verstehe den Code. Und was man machen kann, ist, man kann ihn ausführen. Und wir gehen einfach durch und wir nehmen einen Befehl und vergleichen ihn mit dem Diagramm. Und vielleicht bekommen wir dann Werte für einige der Variablen. Und dann gehe ich da einzeln durch, Schritt für Schritt, und werten diesen Code aus. Und irgendwann sehen wir, dass in Register 5 ein Wert gesetzt wird. Und das ist irgendwas relativ Einfaches, was man mit der Spezifikation gemacht hat. Und das ist eine relativ einfache Sache. Und sobald man es hat, kann man darauf aufbauen und sehr viel mehr machen. Eine Sache, die erstaunlich einfach zu implementieren ist, ist eine symbolische Repräsentation von diesem Befehl zu machen. Und ich zeige ganz kurz, wie das geht. Und wir nehmen diese konkreten Werte und wir haben noch vier andere Variablen und die benutze ich als symbolische Variablen nur. Und so wenn ich hier durchgehe durch den Code, dann berechne ich nicht nur konkrete Werte, zwei oder vier oder so, sondern ich werde auch einen Graph aufbauen, der genau zeigt, wie ich zu diesen Werten gekommen bin. Und wenn ich den Code ausführe, kann ich diesen Graph bauen und der repräsentiert genau das, was der Code macht. Und was ich jetzt machen kann, ist, wir gehen durch diesen Code und durch den Graph und sehen, was er macht. Und jetzt haben wir eine symbolische Darstellung davon, von einem Lauf durch diesen Befehl. Und ich kann das in einen Constraint Solver gehen. Wenn einer C3 oder SMT Solver mal gehört hat, darüber spreche ich hier. Und ein Constraint Solver ist ein sehr nützliches Tool, weil man einfach Code da vorwärts durchlaufen lassen kann. Man kann Eingabewerte geben und sehen, was der Output ist, was die Ausgabe ist von dieser Funktion, von diesem Befehl. Man kann ihn aber auch rückwärts laufen lassen. Und wenn man einige Ausgabewerte hat, ein Endergebnis, kann man fragen, bei welchen Eingabewerten wird das passieren? Und das ist ganz wichtig, wenn man versucht herauszufinden, was die einzelnen Befehle machen oder wie man einen bestimmten Effekt erzeugen kann. Wie man zum Beispiel herausfinden kann, wie ein bestimmtes Register benutzt werden kann und welche Inputs braucht man, damit genau das passiert. Und man kann auch den Constraint Solver benutzen, um Zwischenwerte herauszufinden, die in der Mitte der Berechnung sind. Wenn man einen Wert haben will in der Mitte, dann kann man fragen, welche Eingabewerte werden das verursachen. Und wenn einige von euch solche Tools kennen, wie Clay, zum Beispiel ein symbolisches Ausführungstool,
und dann die benutzen etwas ganz Ähnliches wie dies. Und ich habe jetzt gezeigt, euch einen einfachen Graph gezeigt, wie man den aufbaut. Und dies ist der tatsächliche Graph für diesen Befehl. Und der hat viel mehr Knoten und einige der Funktionen, die aufgerufen werden. Und da kann man, wie berechnet wird, ob eine Abzweigung verfolgt wird oder nicht. Das sind 80 oder 90 Knoten. Und ich habe damit experimentiert, um das in zwei Arten zu erweitern. Dies ist nur ein Pfad durch die Ausführung von diesem Befehl. Und eine Möglichkeit, das zu erweitern, ist ein Graph, der alle möglichen Pfade durch diesen Befehl darstellt. Und das ist viel nützlicher, denn wenn man irgendwas haben will, dann kann man fragen, wie kann ich das machen, dass das passiert? Und welche Eingabewerte brauchen wir für diesen speziellen Pfad? Und ich habe auch experimentiert mit der gesamten Spezifikation und wie Exceptions behandelt werden, wie Befehle geholt werden, ausgeführt werden und für alle Befehle. Und ich habe damit experimentiert, einen Graph zu bauen, der die gesamte Spezifikation auf einmal darstellt. Und das ist noch nützlicher, denn praktisch jede mögliche Frage über die Spezifikation, da kann man den Constraint Solver darauf ansetzen und der wird dir eine Antwort liefern. Und dieser Graph ist für die komplette Spezifikation ist groß, eine 500.000 Knoten. Und das ist die Spezifikation, die ARM benutzt, etwa 500.000 Knoten. Und das Tolle ist, dass moderne Constraint Solver können diese 500.000 Knoten und immer noch in 1 bis 10 Sekunden eine Antwort ausrechnen und für die meisten Fragen. Und das ist unglaublich nützlich, wenn man so ein Tool hat, wenn man genau verstehen will, was die Spezifikation macht und wie genau Programme sich verhalten werden und rausfinden, welches Programm man schreiben will, um das ein bestimmtes Verhalten zu erzielen. Und uns interessieren Befehle, aber vor allem benutzen die meisten von uns Programme. Das heißt, man kann die Spezifikation benutzen, um ganze Programme auszuführen. Man hat sozusagen einen Simulator des ARM-Prozessors. Und wie der Prozessor Befehle holt und ausführt und Exceptions behandelt. Und das habe ich gemacht. Ich habe diese Schleife zu dieser Spezifikation hinzugefügt und teste jetzt die Spezifikation. Und die gute Nachricht für mich ist, ich arbeite für ARM, deswegen habe ich interne Tests und kann die benutzen und Sachen, die ARM benutzt und große Test-Suites, viele Tests, mehrere 10.000 Testprogramme, die ARM hat in den letzten 25, 30 Jahren aufgebaut hat. Und ich habe mich dran gesetzt und die Spezifikation getestet, diese Test-Suite von ARM selbst zu benutzen. Und wenn man Software testet, dann weiß man, der Graph sieht irgendwie so aus, am Anfang geht alles gut und nach und nach geht es mehr oder weniger gut, aber dann gibt es immer mehr Bugs, die immer schwerer zu finden sind. Und vor allem, was ich herausgefunden habe, als ich die Spezifikation getestet habe, war, dass ihr solltet eigentlich schockiert sein darüber, was ich gesagt habe, dass selbst die offizielle ARM-Spezifikation hat nicht alle Tests von ARM erfüllen können. Und das ist eigentlich schockierend. Und ich sage euch das, ich erzähle euch das, um das zu betonen, nicht, weil ich glaube, dass ARM-Spezifikation besonders schlecht ist. Ich glaube, dass es einfach nur üblicherweise schlecht ist. Ich denke, dass man das mit jeder Spezifikation für jedes echte System in der Welt benutzen kann und dann versuchen wir das zu testen gegen den Test-Suite und dann finden wir irgendwie Fehler. Und man wird sehen, dass das genauso schlecht abschließt wie bei ARM. Das ist, es hat mich Wochen gedauert, überhaupt auf ein Reset zu kommen bei dem Prozess, nur um den Start des Prozesses neu zu kriegen. Ich denke, wenn man andere Spezifikationen anguckt, dann wird man ähnliche Sachen feststellen. Okay. Lass uns weitergehen. Ein
nützliche Sachen, die man mit der Spezifikation machen kann. Etwas, was ich letzten Sommer versucht habe, ist, ich habe es für Fast-Testing benutzt. Das besteht aus, ich nehme ein Programm und schmeiße zufällige Eingaben rein und gucke mir an, was kaputt geht. Und ziemlich alles geht kaputt. Mehr als AFTs oder weiter, also gibt es noch AFLs, die sind die monitoren ein bisschen, wie das Programm abläuft, und das gibt mir ein bisschen einen Leitfaden, was ich als nächstes angucken kann. Und ich kann sozusagen aufpassen, was das Programm macht, ob es einen bestimmten Pfad nimmt oder nicht. Und ich kann mehr versuchen, wenn ich sehe, da funktioniert was gerade effizient, wenn ich irgendwie neue Pfade finde, dann versuche ich das weiter, und wenn nicht, dann verändere ich etwas. Das ist das normale Fuzzing. Was man eigentlich versucht, ist, man versucht die Branch Coverage zu maximieren, also dass alle Zweige mal abgelaufen werden. Was wir getan haben mit der Spezifikation war, wir wollten nicht nur im analysierten Binary angucken, sondern in der Spezifikation die Branches angucken, die Zweige. Und was wir dabei gefunden haben, ist, wenn man das Binary analysiert, dann ist es einfach nur geradezu Code, da gibt es keine Verzweigung. Man sieht dem nicht an, dass der Code im Zweifel schnell woanders hinspringt. Aber vielleicht ist der Code, vielleicht sieht er eine Abzweigung nicht, für die man den ja, und das checks, ob dies ein Geräteregister ist oder RAM oder ROM, und es gibt ganz viele verschiedene Abzweigungen, und das macht das Fuzzing sehr interessant, um damit rumzuspielen. Und wenn es um den Microkernel geht, wir haben analysiert, was das Call-Interface ist. Und eins, womit der Fuzzer uns überrascht hat, ist, wenn man einen Stackpointer nimmt zum Beispiel und zeigt irgendwo mitten in den Device-Adressraum und macht dann eine Exception, was passiert dann? Und die Antwort ist, es gibt einen Fehler im Microkernel, und was es gemacht hat, war, dass das erste ist, es hat vom Stack gelesen, und wir haben von einem der Geräte tatsächlich gelesen, und das ist nicht wirklich was hätte passieren sollen. Das Security-Modell ist einfach damit kaputt. Und das heißt, wir wollen nicht nur Coverage über die Branches und das Binary, sondern ich hoffe, einige von euch werden damit weiter experimentieren. Und der Grund, warum ich all das gemacht habe, ist, ich wollte die Möglichkeit haben, einen ARM-Prozessor formal zu verifizieren. Und das heißt, ich musste erstmal eine Spezifikation haben, bevor ich damit anfangen konnte. Und dieses über einfache Modell, stark vereinfachte Modell von dem Prozessor, das ist irgendwie 20 oder 30 Jahre alt. Aber es ist für das Beispiel gut genug, wenn man einen Prozessor überprüfen will, ob der korrekt ist. Was man machen kann, ist, man baut zusätzliche Logik außen drum, die Werte überwacht am Anfang der Instruktion und dann am Ende der Instruktion. Und wenn man den da die Spezifikation reintut, dann sieht man, was die Antwort sein sollte, und kann das vergleichen damit, was der Prozessor tatsächlich gemacht hat. Und man kann das machen, ein Test-based Ansatz, und guckt, ob die Ausgabe wirklich passt. Und man kann es aber auch eine formale Verifikation machen mit einem Bounded Model Checker. Und eine der Grenzen von diesem Constraint Solver ist, dass man das damit machen kann. Und der macht nicht nur einen Schritt, sondern versucht, alle möglichen Kombinationen von Inputs von 1, 2, 3 und noch mehr Instruktionen machen und immer längere Instruktionssequenzen, und guckt nach, was schief gehen kann. Okay, und das stellt sich als eine sehr, sehr effektive Art heraus. Das werden wir ganz viel benutzen, wenn wir unsere neuen Feature evaluieren wollen. Wir haben darüber ein Paper geschrieben
und ich empfehle euch, das Video von Clifford Tools von vor ein paar Stunden anzugucken. Das, die machen das sehr ähnlich, einen sehr ähnlichen Prozess. Okay, ich lade euch dazu ein, die Spezifikation zu nehmen und was Fantastisches zu finden, was man damit machen kann. Also ich habe ein paar Ideen vorgeschlagen und da gibt es noch ein paar mehr. Die habe ich leider, konnte ich zeitlich nicht beschreiben in dieser Zeit hier. Aber lass uns zum Titel des Vortrags kommen. Wie kann man formalisierter Software trauen? Formalweg geführte Software trauen. Also, wir nehmen ein Programm und wir verifizieren das gegen eine Spezifikation. Und, aber die laufen ja gar nicht irgendwie im Vakuum. Die laufen auf einem bestimmten Betriebssystem, die benutzen bestimmte Bibliotheken. Da gibt es auch noch Programmiersprachen, die, in denen sie geschrieben sind. Und wenn man also jetzt ein Programm gegen die Spezifikation verifiziert, dann verifiziert man das auch gegen die Spezifikation von Linux und Bibliotheken, glibc, IOC, und die haben alle irgendwie, die haben kaum oder sehr, sehr schlechte Spezifikationen. Und also was machen denn jetzt eigentlich Compiler und so in Wirklichkeit, in der Praxis? Das ist, wenn man also sein Programm verifiziert gegen Spezifikationen, dann wird man viele Fehler finden. Und man wird zwar seine Software sehr viel verlässlicher machen, aber die, wenn die Spezifikationen nicht gut sind, so wie zum Beispiel die ARM-Spezifikation nicht gut war, bevor wir sie getestet haben, vertraue ich jetzt formal verifizierte Software? Nee, nicht wirklich. Es ist sehr viel besser, wenn es formal verifiziert ist, aber das ist nicht alles. Wir können zwar mit Technik schon viel machen, Fast-Testing zum Beispiel, aber da gibt es noch mehr. Okay, das ist meine letzte Folie. Ich lade euch dazu ein, rauszugehen und was mit den Verifikationen, mit den Spezifikationen zu machen. Eine Verifikation. Und zögert nicht, mich anzusprechen, wenn ihr Fragen oder Probleme habt. Wenn es hier weitere Hackers gibt im Publikum, dann bitte, bitte kommt zu mir und redet mit mir. Oder Lish Merritt ist hier in der ersten Reihe. Wenn du interessiert bist, bei ARM zu arbeiten. Ich möchte ganz vielen Leuten danken, auch Leuten von ARM und überall sonst, mir zu helfen bei dieser Arbeit. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit für die letzte halbe Stunde. Thank you so much, Alistair. So we have time for some questions. I would ask anyone that has a question. Okay, vielen lieben Dank, Alexa. Wir haben noch Zeit für Fragen. Wenn es Fragen gibt, stellt euch an die Mikrofone. Jetzt ist eure Gelegenheit. Bitte sorgt dafür, dass eure Fragen mit dem Thema zusammenhängen. Gibt es Fragen von online? Noch gibt es keine Fragen online. Okay, dann an Mikrofon 1. Wie benutzt du Verification Conditions für die aus der Spezifikation? Wie leitest du die daraus ab? Und die Idee ist, die Spezifikation zu nehmen, die einfach beschreibt einfach ein Stück Hardware. Und was ich versuche, ist, was ein Hardware-Ingenieur machen würde, wenn die wirklich die Maschine bauen und implementieren würde. Das heißt, haben wir einen Riesengraph, und wenn da Control Flow ist und zusammenkommt, dann gibt es Unterschied zwischen den berechneten Variablen von links und rechts. Und okay, ich denke mir, ich interessiere mich vor allen Dingen, für welche Logik sie benutzen, um den Server anzugucken und so. Okay, Mikrofon Nummer 6, bitte. Ich habe mich gefragt, ob Sie kurz ein bisschen über die Sprache reden können, mit der Sie Ihre Spezifikation schreiben? Diese ist eine Sprache, die ich geerbt habe, eigentlich von der ARM-Dokumentation. Alle Prozessoren sind im Pseudocode beschrieben, und der Pseudocode, den ARM geschrieben hatte, war eigentlich wirklich nah an einer echten Sprache, und ich habe diese reverse-engineert,
diese Sprache reverse-engineert und hab daraus dafür Tools gebaut und hab dann daraus versucht rauszufinden, was diese Sprache eigentlich wirklich ist. Und die Sprache selbst ist eine ganz einfache imperative Sprache. Es ist eigentlich etwas wie BBC Basic. Ich weiß nicht, ob jemand sich an BBC Basic erinnert, und ist ein bisschen wie Pascal, ist keine komplizierte Sprache, sondern sie ist designed, sodass möglichst viele Leute das lesen können und wirklich zweifelsfrei wissen, was es bedeutet, ohne die Sprache lernen zu müssen. Okay, gibt es vom Signal Engine was? Ja, jetzt gibt es eine Frage. Hat ARM seine eigene Form von der Intel Management Engine? Nein. Die kurze Antwort: Nein, ich glaube, wir haben nichts in der Art. Ja, ich sage einfach nein. Mikro Nummer 1. Hallo. Auf die Frage, die wir vorher hatten zur Spezifikationssprache: Habt ihr darüber nachgedacht, die 3SON-Sprache zu benutzen? C3s eigene Sprache ist so eine Art, besteht aus S-Expressions, und wenn man Lisp mag, ist es ganz toll, aber wer kein Lisp mag, da ist es wirklich ein großes Problem und eine große Barriere für das Verständnis. Und wir wollten eigentlich was, wo man hinguckt und sieht, aha, ich verstehe, was hier passiert, und die Barrieren möglichst niedrig zu halten. Mhm, ja. Ist klar. Okay, letzter Versuch, Signal Engine. Wie lange dauert der komplette Test für die ARM-Spezifikation? Ungefähr 2 Jahre. Ja, also ein moderner Prozessor und 80% des Teams sind Verification-Ingenieure, und im Wesentlichen schreiben sie neue Tests und führen alte Tests durch und diagnostizieren die Tests, und das ist irgendwie vielleicht ungefähr 3 Jahre, aber nach dem ersten Jahr hat man ungefähr einen Prozess, von dem man weiß, dass er funktioniert, und danach kann man ihn debuggen, und dann ist ein Feintuning an der Performance durchführen. Aber es dauert wirklich lange, und die Tests selbst durchzuführen, ich weiß es eigentlich gar nicht. Und einer meiner Mitarbeiter ist hier im Publikum, und die führen eigentlich die Tests durch, aber ich weiß es eigentlich gar nicht. Aber wir benutzen sehr viele Prozessoren parallel, aber ich weiß es gar nicht. Vielen lieben Dank, Alistair. Lass uns ihn noch einmal mit einer warmen Runde von Applaus verabschieden.